Ich bin die Froni und ich freue mich jetzt sehr, mit dir einen Mobility Flow Kurs machen zu können. Beweglichkeitstraining sollte eigentlich gleichwertig zu den anderen Leistungsfaktoren wie Kraft, Ausdauer und Stabilisation behandelt werden. Und wenn uns das gelingt, das heißt, wenn wir ein bisschen Zeit investieren und vor allem auch die ganz unterschiedlichen Aspekte des Beweglichkeitstrainings integrieren, dann kann das Zusammenspiel zwischen Muskel, zwischen den Faszien, zwischen den Gelenken, aber auch der Koordination verbessert werden. Und dann hoffentlich auch die Beweglichkeit. Wir werden die Beweglichkeit jetzt tatsächlich in Bewegung trainieren. Und das macht meines Erachtens auch ganz viel Sinn, denn irgendwie steckt ja in diesem Begriff Beweglichkeit schon die Anleitung zum Training.